Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir haben 8 von 9 Leutnants von Savonarola getötet. Einer steht noch auf dem Programm. Und dort ist auch zugleich der letzte Aussichtspunkt, den wir erklimmen müssen. Und dann gehen wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, straight ins Finale. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, also die Frage stellt sich mir schon seit längerem, was machen wir denn im Anschluss an Assassin's Creed 2? Ich habe jetzt schon öfter unter den Videos die Frage gelesen, ob ich danach direkt Brotherhood und Revelations mache. Ich weiß es nicht. Ich bin da mit Dragon Age Inquisition schon wieder so ein Mammutprojekt auf dem Kanal ist, oder sagen wir mal so ein ähnliches Mammutprojekt, wie es damals Skyrim war, würde ich gerne mit dem zweiten Projekt, was auf dem Kanal läuft, immer mal für ein bisschen mehr Abwechslung sorgen. Wenn wir jetzt dann natürlich Revelations und Brotherhood machen, dann ist natürlich wahrscheinlich... Ja, über mehr als ein Jahr sind wieder nur 2 Projekte auf dem Kanal. Ich meine, das ist ja bei mir mittlerweile Standard, dass Projekte laufen, die sehr lang sind. Keine Ahnung, ob ich den töten musste. Ja, also hat ja mittlerweile Tradition. Die Frage ist nur, inwieweit das... Ach, den hätte ich gar nicht töten müssen. Entschuldigung. Inwieweit das... Ja, inwieweit ihr das möchtet, sage ich mal. Klar, ich frage jetzt hier bei Leuten, die Assassin's Creed gucken. Da sagt der Großteil wahrscheinlich ohnehin, ja, dann mach doch einfach... dann mach doch einfach Brotherhood und Revelations hinterher. Jetzt erstmal den letzten Aussichtspunkt. Ja, und da bin ich im Moment am Überlegen. Ein anderes Projekt, was mich reizen würde, was ich mich aber auch nicht traue, weil es auch ein ziemlich langes Projekt wird, werden würde. Kleinen Moment. Boah, husten, Nase hochziehen, räuspern, alles gleichzeitig. Das wolltet ihr nicht hören. Was mich auch reizen würde, ist Pillars of Eternity. Wird aber, wie gesagt, dann auch ein sehr, sehr langes Projekt. Und... Ja, ich bin da immer so unschlüssig, wenn 2 so Megaprojekte auf dem Kanal laufen. Schreibt einfach mal meine Meinung. Schreibt einfach mal meine Meinung. Ihr schreibt jetzt meine Meinung, ansonsten werdet ihr geblockt. Vielleicht mache ich auch einfach eine Umfrage. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Jetzt erstmal hier letzter Leutnant und so. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! So, Attentat auf verblendeten Künstler. Okay. Hier ist übrigens auch der Sperrbereich, der Sperrbezirk, wie auch immer, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Warnbereich, Sperrgebiet heißt es, genau. Ist, war auch weg, hier war vorher auch ganz stinknormal Sperrgebiet. Warnung, neuer Status gesucht, die waren in höchster Alarmbereitschaft, ja. Kann ich die Double killen ohne. Als ich ein Maler wurde, tat ich das, um meine Hingabe zu verfolgen. Hier war eine Möglichkeit. Ja, kann ich. Denn wenn Perfektion göttlich war, dann wäre das ein. Jetzt beobachten wir erstmal, wo der Kollege lang rennt. Das ist doch der, der da rechts läuft, ne? Da, genau. Meine Stoppuhr gestartet, ja. Nun. So, jetzt geht die Treppe hoch. Er sieht gerade so ein bisschen aus wie eine Figur aus Fire Emblem Awakening. So mit diesen ganz dünnen, spitzen Füßchen, als er die Treppe hochgelaufen ist. Ich will ihn jetzt erstmal auskundschaften, wo er langläuft. Das können wir ja ganz chillig von hier aus machen. Kann ich denn... Doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss erlaubten, hinauszudringen. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie. Säte. Ist da irgendwo ein Heuwagen in der Nähe? Nee. Kommt der an dem hier unten vorbei?
Aber nun habe ich auch nicht so richtig den angerichteten Schaden gut zu machen. Ich bete, dass ihr euch mir anschließt, euch von Täuschung und Korruption befreit, eure gotteslästerliche Arbeit aufgibt. Tinte und Leinwand beschwören Begierden, hab welche Idee. In Eifersucht und Wut gipfeln. Zerstört sie. Bitte einmal kurz wieder hoch. Denn sie sind gefährlich. Aber auf die Stadtmauer komme ich ja nicht. Ich würde gern hinten auf dieses Podest da oben, was an der Stadtmauer hängt, quasi. Drüben stehen auch noch zwei, die... möchte ich erstmal noch ganz kurz aus dem Weg räumen, denke ich. Damit wir hier oben Ruhe haben und walten können, wie wir wollen. Das war knapp. Oh... Ist es noch? Verliert der jetzt die Aufmerksamkeit? Sehr gut. Okay. Jetzt können wir aber hier immer noch nicht freischalten und walten, weil der Typ noch da ist. Ich weiß auch nicht, ob das alles Sinn macht, was ich hier tue. Ob das überhaupt Sinn macht, hier oben schon freizuräumen, aber dann können wir uns hier wenigstens frei bewegen. Also, der verblendete Künstler. Wo ist er denn jetzt? Da hinten läuft er wieder rum. Also, wenn ich irgendwie hinten auf die Holzpodeste kommen würde, dann wäre das eine relativ sichere Geschichte. Dazu müsste ich aber... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ansonsten würde ich mich jetzt gleich unten in den... unten rechts in den Heuwagen stürzen und dann mal gucken, ob ich vielleicht von Gruppe zu Gruppe gehen kann. Weil wir haben ja da links gehen ja auch ganz normale Bürger lang, also jetzt quasi zwischen den Bäumen durch und in Richtung Feuer. Dass ich mich in den Gruppen bewege und ihn da probiere auszuschalten. Ich denke, das ist wohl der, ich glaube, es ist der einfachere Weg. Es bleibt abzuwarten. Wir probieren das jetzt einfach mal so. So, jetzt sind wir schon mal drin. Danach werden wir wieder laufen müssen, wie sonst noch was. So, da oben kommt der. Ich stelle mich jetzt gleich in die Gruppe hier am Dings. Jetzt. Nein, warum flieht er denn? Geht weg. Come on, come on, come on. So. Das lief wieder überhaupt nicht so, wie es gedacht war, weil er mich ganz kurz gesehen hat. Was habe ich nur getan? Alles hast du falsch gemacht. Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Und jetzt heißt es laufen. Einen ruhigen Tag. Er entkommt uns. Runter oder fass den Bastard! Er hängt uns ab! Da! Noch! Lauf! So. Warum? Okay. Gerade gedacht, es ist irgendwie verbuggt oder so. Wir haben es geschafft! So, Stillleben, ich habe gerade Stillleben gelesen, Stillleben, synchronisiert. Neuer Status, Inkognito, 9 von 9 Leutnants getötet. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht... Schnauze, einfach mal Schnauze halten.
So, also. Da wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, nochmal zum Thema nächstes Projekt zurück. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so vielleicht von mir gern mal sehen würdet. Ich guck mir das dann an. Ich mache mir auch selber nochmal Gedanken. Wie gesagt, vielleicht mache ich eine Umfrage. Die letzten Male habe ich das ja immer entschieden, wo ich gerade Lust drauf hatte. Inquisition war sowieso klar. Und auf Assassin's Creed 2, das wollte ich eigentlich auch schon ewig mal machen. Ja gut, und dann habe ich halt... Skyrim hat viel Zeit auf dem Kanal in Anspruch genommen und lief lange. Deswegen ist da einiges, was ich eigentlich schon viel früher machen wollte, massiv in den Hintergrund geraten. Und deswegen kommt das jetzt alles so häppchenweise. Aktuell, muss ich auch ehrlich zugeben, bin ich nicht so drin im Spielemarkt. Was jetzt gerade neu auf dem Markt ist, was wirklich interessant sein könnte, von Pillars of Eternity mal abgesehen. Wie gesagt, das reizt mich schon wirklich, aber da traue ich mich nicht so richtig ran, weil es ein zweites Mammutprojekt wäre. Neben Inquisition, was halt auch einige hundert Folgen, so wie ich mich kenne, in Anspruch nehmen würde. Auch wenn man es vielleicht... Ja, so ein Spiel spielt man halt einfach nicht husch-husch durch. Und deswegen bin ich da am Überlegen. Jetzt renne ich hier planlos in der Gegend rum. Ihr wisst Bescheid. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht gerne sehen wollt. Wenn ihr Brotherhood Revelation wollt, dann sagt mir das auch gerne. Ich gucke mir das an, überlege mir, ob ich eine Umfrage mache oder nicht. Und dann schauen wir mal. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Ich fordere Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren. Gebete zu sprechen. Und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Finde den Apfel, Ezio. Er kann nicht weit sein. Ja, Ezio, hopp. Da. Schnappt den Dieb. Alle macht dem Volke den Edenapfel beschaffen. Come on, come on, come on. Ezio, raus da, please. Habe ich den Edenapfel geschafft? Come on. Zuschlag gesucht! Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist! So, die kill ich jetzt. Haltet eure Stellung, die es euch beigebracht wurde! Genau. Boah, ich kontere wieder, gerade wie der letzte Honk. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Hä? Ziel verloren, das Ziel lag doch neben mir. Oder habe ich auf der Minimap nicht geschaut, hat sich jetzt irgendwer anders den Apfel geschnappt? Nicht gut. Pass auf. Wir schneiden ihm, glaube ich, mal den Weg ab. Wir wissen ja jetzt, dass er hier langkommt. Ecolo, Tempo, packt ihn! Hä? Lass mich mal hier hoch. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ausweg mehr, Strom so halt doch im Rand, ey. Komm schon! Hä, und nun muss ich ihn töten? Apfel beschafft. Okay. Alle macht dem Volke abgeschlossen. Wir könnten auch mal wieder nach Monte Regioni und Geld holen, aber auf der anderen Seite frage ich mich, wozu wir überhaupt noch Geld brauchen. Jetzt will ich erstmal hier offenbar noch eins weiter, so ein Zettel von der Wand robben. Ich da unten wachen? Nee. Oh mein Gott! Was für ein Schwachkopf! Er wird sich noch umbringen. Ich bin schon weg. Ihr habt nicht einmal Bestechungsgeld. Sehr unklug.
ab hier. Ich will dich Alter. Wiedersehen, ja? Ich könnte dich sofort töten. So, ich würde sagen, wir laufen noch eben schnell zum nächsten Erinnerungsanfang. Und dann schneiden wir an dieser Stelle. Wo geht's denn hier lang? Hier. Wie weit müssen wir eigentlich laufen? Nase juckt. Also, dahin. Okay, pass auf, wir können aber auch mal eben schnell Inventar, Monturen, Medici-Umhang anziehen. So. So können wir halt auch viel einfacher unsere Bekanntheit senken, indem wir hier einfach den Medici-Umhang, Medici-Umhang anziehen. Entschuldigung. Ist das hier nicht die Stelle? Nee. Sah gerade so aus, als wäre das die Stelle gewesen, wo das Spiel quasi angefangen hat, wo wir diese Anfangsschlägerei hatten. Aber das war ja, der Stadtteil ist ja hier einer der letzten, den wir freigeschaltet haben. Wobei, wir sind schon wieder in einem anderen, ne? Ja, sind wir. Ich weiß nicht genau. Sah eben kurz so aus, als ob das die Stelle sei. Ja, gehen wir mal hier durch. Salute. Salute. So, kommen wir hier an, wenn ich hier lang gehe? Joa, das sieht gut aus. Ja, Spiel, hör auf, hier so rumzuflackern. So, hier geht die nächste Erinnerung los. Dann würde ich sagen, sehen wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, in die Kommentare mal zu schreiben, was ihr euch so als Projekte vorstellen könnt, ob ihr unbedingt Revelations und Brotherhood sehen wollt, wie allgemein eure Meinung dazu ist, wenn über lange Zeit dasselbe Projekt läuft oder ein, zwei Projekte, die sehr lange laufen, ob euch das irgendwie stört, ob ihr dann irgendwann gelangweilt seid, ob ihr so seid, dass ihr irgendwie gefühlt oder ich sage es mal überspitzt, jede Woche ein neues Projekt braucht. Würde mich mal interessieren. Okay, aber euch genug Fragen gestellt und genug dazu animiert, ein paar Kommentare zu schreiben. Ich sage bisher danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.